Ja, in einem der vorigen Videos hatten wir diese beiden Brüche verglichen. Und da hat man gesagt, die beiden Nenner, also die 5 und die 7, sind teilerfremd. Und deshalb können wir den Hauptnenner ganz einfach bestimmen. Wir erweitern den ersten Bruch mit dem Nenner vom zweiten Bruch. Also mit der 7. Und den zweiten Bruch erweitern wir mit dem Nenner vom ersten Bruch. Also mit der 5. Ja, da kommt dann raus, hier kommt 21, 35. und hier kommt 25, 35. raus. Ja, jetzt haben wir gesagt, dieses Verfahren eignet sich, wenn die beiden Nenner hier, also die 5 und die 7, teilerfremd sind. Ja, und was passiert, wenn man das Verfahren anwendet, obwohl die beiden Nenner hier nicht teilerfremd sind? Das zeige ich euch jetzt mal an einem Beispiel. Und zwar nehmen wir mal den Bruch 2 30.000stel und den Bruch 3 50.000stel. So, jetzt nehmen wir an, ich will die beiden vergleichen und mache das wieder so wie hier oben. Das heißt, ich ermittle einen gemeinsamen Nenner. Das heißt, da muss ich also den ersten Bruch hier mit dem Nenner vom zweiten erweitern. Das heißt also mal 50.000 im Zähler und mal 50.000 im Nenner. Und hier das Gleiche. Dann ich nehme den Nenner vom ersten und erweitere den zweiten Bruch damit. Also mal 30.000 mal 30.000. Ja, wie heißt der Hauptnenner dann? 30.000 mal 50.000. Das sind 1,5 Milliarden. Ja, und das sind Zahlen, die schafft der Taschenrechner fast gar nicht mehr. Das heißt also, wenn ich dieses Verfahren auf Nenner anwende, die nicht teilerfremd sind, die beiden sind zum Beispiel nicht teilerfremd, die haben zum Beispiel den gemeinsamen Teiler 1000 oder 2 auch, ne? Und wenn ich das da anwende, dann entstehen riesengroße Zahlen. Ja, und wenn ich aber jetzt zwei solche Nenner habe, was mache ich dann? Da zeige ich euch jetzt ein neues Verfahren. Ja, ich habe die beiden Brüche hier nochmal hingeschrieben, die beiden Brüche, die verglichen werden sollen. Und das macht man, indem man vom Nenner, von dem und von denen das KGV bestimmt. Das KGV, das kleinste gemeinsame Vielfache, das haben wir ja schon kennengelernt. Gut, da schreiben wir also erstmal die Vielfachen von 30.000 unter die 30.000 drunter. Und die Vielfachen von 50.000 schreiben wir hier drunter. Das habe ich schon mal gemacht, um Zeit zu sparen. So, jetzt wählen wir wieder, das kennt ihr ja schon, die Reihe hier, die mit dem größten Wert anfängt. Das ist diese Reihe hier. Na, die fängt ja mit 100.000 an und 100.000 ist größer als 60.000. Und wir fangen also mit dieser Reihe an, und zwar mit dem ersten Glied hier. Das sind 100.000. Und jetzt gucken wir, ob wir die 100.000 in der anderen Reihe finden. Na, die müsste hier stehen, zwischen 90.000 und 120.000. Tut sie also nicht, also die fällt weg. Gut, gehen wir hier zum nächsten Glied hier dieser Reihe. Da haben wir 150.000 stehen. Gucken wir, ob wir die irgendwo finden. Ja, die finden wir hier, 150.000. Damit ist das hier das KGV. 150.000 ist das KGV. Gut. Jetzt müssen wir beide Brüche auf den Nenner 150.000 bringen. Das ist dann der Hauptnenner. Also haben wir hier einmal 150.000. Da müssen wir diesen Bruch drauf bringen und den anderen auch. Den müssen wir auch auf 150.000stel bringen. So. Ja, wie machen wir das? Wieder nach der üblichen Methode. Wir bestimmen den Erweiterungsfaktor. Dann nehmen wir den größeren Nenner hier und teilen durch den kleineren. Also 150.000 durch 30.000, das ist 5. Also muss ich mit 5 erweitern. Das kennen wir ja schon. Den Erweiterungsfaktor bestimmen kennen wir schon. Da kommen dann raus 10 150.000stel. Gut, hier das gleiche. 150.000 durch 50.000 sind 3. Also müssen wir mit 3 erweitern. Da kommen dann raus 950.000stel. Ja, jetzt können wir die beiden Brüche vergleichen. Die haben ja jetzt den gleichen Nenner, der und der, ne?
Da haben wir hier 10 150.000stel und da haben wir 9 150.000stel. Ja, und 10 150.000stel ist mehr als 9 150.000stel und damit ist auch 2 30.000stel mehr als 3 50.000stel.